So, wir haben gerade einen Anruf gekriegt von unserer Tochter. Wir müssen ihr mal helfen. Helfen wir mal Tracy. Ja, ich habe mich gerade noch mal ein bisschen im Internet belesen und habe jetzt rausgefunden, wie man die Feuerwehr findet, beziehungsweise wie man einen Wagen, Feuerwehrwagen bekommt. Total banal. Ich wähle einfach die 911. Ja, sehr toll. Einfach nur den Notruf rufen und bevor ich aber meinen Notruf absetzen konnte, hat sich die Tracy gerade gemeldet und wird verfolgt von einem seltsamen Kerl. Und das wollen wir natürlich, oh Gott, am Knarrenwagen, am Knarrenladen. Das ist natürlich gar nicht gut. Steig in Tracys Auto. Okay. Let's go find him. I last saw him around the corner. Hawaiian Snow. We're Aha. looking for a guy in a purple convertible. I don't remember what make. Okay, Lila Cabrio. Thanks, Daddy. Hey, what are dads for, huh? I mean, other than. Lila Cabrio. Is he here? No, he's not around. We should try that motel opposite the big construction site. Okay. Where'd you meet this guy? At a signing? What are you signing? A pot petition? You better not be taking out credit like your brother. Not credit. Motel gegenüber? I don't think so. Nee. Maybe we should look over at Cluck and Bell. Rockford Plaza. Na dann, gucken wir mal da. I was signing autographs at the expo. Also hier irgendwo? Not yet. Okay. Oh, how about going around the corner and back up the hill past Crock-a-Hoop? My baby girl's a celebrity with her very own stalker. You finally made it, Dad. You raise your kids in Rockford Hills. Okay. You around here? Ah, purple car. That's him. Fuck, he's on to you. Let's go. Der Kerl. Na dann. Kein Problem. No problemo. You just killed him! I can't believe it! I knew this would happen! The cops are after us! Hätte ich das nicht machen dürfen? Egal. Stalker. Halt dich fest. Oh Gott. Halt dich gut fest. Halt dich einfach fest. Alles gut. Erstmal die Bullen abhängen. Und dann sehen wir weiter. Seitenstraße. Seitenstraße. Kleine, kleine Seitenstraße. Okay, das war keine kleine Seitenstraße. Das war eine größere. Nix. Nix ist passiert. Fahren wir erstmal hinten rein. Und hoffen, dass wir uns hier vielleicht nicht sehen. Ah, hier wären sonst 10. Okay, fahren wir weiter. Jo. Wir haben sonst auch gesehen. Ja, das ist doch mal eine Sache hier. Halt die Fresse jetzt! Ich versuche uns gerade hier ein bisschen in Sicherheit zu bringen. I can't believe you did that. What? We had to be sure. I just wanted you to speak to him. This was infinitely more persuasive. I never should have called you. Look, there's a lot of sickos out there. I couldn't take the chance. I know there are sickos out there. My dad is one of them. Na super. Grow up, baby. It's time you got serious with your life. Yeah, I ain't perfect, but I love you. I guess he really scared me, but I didn't want. Well, then pretend it never happened. Like I try not to think about exactly what aspect of your creative expression enamored him so much. Okay, that's right. That kind of works for me.
Thanks, Daddy! Bye! I'm glad I could use my paternal rage productively for once. Schön. Ja, das haben wir doch gerne gemacht, ne? Das haben wir doch gerne gemacht. So, und jetzt, gut, wir nutzen das gleich mal hier oben aus. Und rufen mal den Notruf an. Notfalldienst. Stopp! Nein, nicht mit dem, sondern mit Franklin. Genau, weil mit Franklin... Wo ist er denn? Ach, der ist zu Hause. Na, herrlich. Der chillt entspannt zu Hause. Yeah, you should come by. Yeah, alright, call me later. Was hast du denn schon wieder an, Kerl? Was hast du denn schon wieder an? Aber das soll uns jetzt nicht abhalten. Wir werden das jetzt trotzdem machen. Wir fahren irgendwo hin. Wo fahren wir hin? Ja, machen das gleich hier. Machen wir das gleich hier. Kontakt. Notruf. Los geht's. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Feuerwehr. The fire department are en route to your location. Jo, das kann was werden hier oben. Das kann was werden. Ah, da sind sie schon. Schneller, es brennt, es brennt. Es brennt. Es kommt näher. Hilfe, es brennt! Hilfe, es brennt! Es brennt! Okay. Das machen wir gleich nochmal. Ihr Jungs, kommt mal zurück! Hello, this is 9-1. Feuerwehr! The fire department are en route to your location. Und wir warten wieder. Toll. Alter. Fahr weiter. Wo kommen die denn jetzt her hier? Das ist ja Wahnsinn. Anhalten. Ah. Raus. Das war ganz schnell. Schüttle die Cops ab. Das sind doch gar keine Cops. Sind doch nirgendwo Cops. Aber die kommen jetzt. Vorne. Oh, oh. Oh, oh.
das wird eng. Fahren wir hier oben lang. Vor allen Dingen ohne Kratzer. Wie soll das denn gehen? Hör ich. Das lässt sich aber schwer lenken, das Ding. Jawohl, easy. Kein Problem, haben wir auch. Oh, hier muss ich abfahren. Vorsicht, Feuerwehr. Das war ja leichter als gedacht. Aber ich sag mal so, es war ja auch alles. Boah, leck. Ein bisschen. Entschuldigung. Ja, der schert halt auch erstmal aus, wenn die Feuerwehr von hinten angerollt kommt. Hä? Schon wieder. Ach nö. Kriegt mich eh nicht. Oh fuck, da sind ja noch welche. Oh Mann, ey, so ein Mist. So ein Mist, aber auch. Das kann's doch nicht sein. Das sind die nächsten. Nicht abbiegen, Jungs. Nicht abbiegen. Nicht abbiegen. Ach, scheiße. Hallo. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Pech. Scheiße, vor allen Dingen an den Docks, hier ist doch Sackgasse irgendwo. Ja. Kann ich mich nur hoffen, dass ich mich hier irgendwo verstecken kann. Mit dem Ding. Aber das sieht schlecht aus. Oh, die fahren. Ah, perfekt. Ja, mal gucken. Vielleicht kommen sie jetzt gleich wieder. Und nerven rum. Bin ja aber jetzt eine Strecke gefahren, du. Heieieiei. Ach, Mensch. Löschen! So, jetzt fahren wir den ganzen Weg wieder zurück. Ja, come on, ey. Das kann doch nicht sein, sowas. Das gibt's doch einfach nicht. Eieiei, hier ist ja was los hier. Ein Verkehr. Überall LKWs. Feuerwehrautos. Überall unterwegs.
Schön. Ja, hier wird gerade nichts gequatscht, weil der Kerl ist ja auch allein im Auto. Ist ja ein bisschen langweilig, muss man sagen. Na, wenn der hier nichts erzählt, dann fehlt so ein bisschen was. So, jetzt hier mal schön durchgewurschtelt. Perfekt. Hier nochmal ein bisschen. Ey, Kollege. Wie, jetzt kommt hier gleich wieder was. Passant. Scheiße. Das wären Polizisten gewesen. Oh fuck, ich hätte es gleich wieder gehabt. Scheiße. Ah, hier. Hallo. Regen. Oh Mann, das wär's aber jetzt gewesen, ey. Schön noch mich gefreut. Okay, hier runter muss ich mit dem Ding wieder. Und die ersten Passanten, die ich erwischt hätte, wären die Herren von der Polizei gewesen. So, erledigt. Jawohl. Nicht ein Kratzer. Schaffen wir leider nicht. So. Haben wir das auch. Oh. Was haben wir denn hier? Endlich eine Trevor-Mission wieder. Hey Lester, man. The fire trucks around the back of your factory. Good, good. Well, that's everything. I just need to show Michael something, and then this job is a go. Okay. So, da haben wir die Heist-Mission, die können wir jetzt starten. Vorher rutschen wir aber nochmal zum Michael rüber. Und düsen zum Solomon. Denn der hat noch einen Auftrag für uns. Money can't buy your love. That's a down payment. Bitteschön, mein lieber Sohn. So. Auf zu Solomon. Gucken, was der Gute für uns hat. Entschuldigung. Oh, aber ich glaube, ich weiß, was ich vorher mache. Ich gehe erstmal mein Auto aufpimpen. Und zwar hier hinten. Na, shit, das da unten, oder wie? Oh, nö. Jetzt bauen wir erstmal ein bisschen Motor hier rein. Noch ein bisschen was Besseres. Auto Repair. Okay. So, hier müssen wir rein. Boah, was steht hier denn Geiles? Eine ordentliche Kiste. So, Panzerung. Volles Programm. Bremsen. Haben wir schon. Stoßstange. Motor. Jawohl, aber das Ding gefällt mir ja mal hier. Das Ding gefällt mir ja mal richtig. Kann man dich kaufen? Oder kann man mit dir nur eine Probefahrt machen? Was? Du brauchst ein Fahrzeug. Ja, ich hab doch eins. Hab doch eins. Für jeden, ey. So einem Auto kann man hier mal durch die Stadt brettern. Uba.
Hier, zu viel Verkehr. Macht euch weg. Geile Kiste. So. So, was haben wir? Oh, hier steht aber einiges an schönen Gefährten. So, speichern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, lasst es gut gehen und macht's gut. Tschüss.